Löhne rauf, dann kann auch Hartz IV steigen. So sieht das die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti. Fall angeben. Aber was gewährleistet werden muss, ist, dass diese Menschen am Leben teilhaben können. Wir haben ein Sozialstaatsgebot und wir haben einen Satz im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir müssen einfach gewährleisten, dass das heißt nicht nur, dass sie satt sind und dass sie am Dach über dem Kopf haben können, an Gesellschaft. Da gehört Kultur dazu und so weiter und vieles mehr. Und das geht mit diesem Satz einfach nicht. Also denn da reden wir, mindestens über 400. Mindestens, Herr Metzger, hätten wir bekommen. Und ich finde, wir müssen mit Talenten etwas machen können. Da geht's darum. Aber nach dem Regelsatz, die mit 1200 Euro netto heimkommen und jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit. Richtig ausgestaltet sein, damit das, was Herr Metzger anmahnt, was aber auch Guido Westerwelle im Film schon mal angemahnt hat, auch das Lohnabstandsgebot noch gewahrt ist. Über den Mindestlohn zu diskutieren. Das wollen wir gleich noch machen. Für unter 5 Euro in der Stunde, die stellen sich diese Frage. Und auch diese Arbeit ist mit diesem Gehalt menschenunwürdig. Darüber diskutieren wir gleich noch. Ich will erst noch Frau Gruß in die Diskussion holen. Tatsächlich aufgrund des Demografien. Und ich finde, da muss sich unsere Gesellschaft drum kümmern. Und da sind die Fehlanreize entsprechend hoch. Und vor allem und nimmt nicht am Arbeitsleben teil. Es ist niemand, der, sei es ein 400-Euro-Job oder ein 40-Euro-Job. Den Fehler des Systems, dass je mehr Kinder man hat, desto weniger es sich lohnt zu arbeiten. Also ich würde gerne auf einen anderen Punkt von Frau Kuhn-Lorisch noch mal arbeiten. Doch, jetzt auf die Frage, Frau Ypsilanti, so auf die Frage. Wir haben 1,3 Millionen Menschen, die arbeiten. Das nicht die Antwort auf ist, dass die diese Beziehung nicht ausnutzen darf. Aber wir müssen uns mehr um die Kinder kümmern. Und das heißt mit anderen Worten, dass wir mehr in die Bildung stecken müssen für die Kinder. Herr Schneider, das haben wir ja so ausgerechnet, Vollzeit arbeiten, wenn er ansonsten vielleicht auch irgendwie halbwegs über die Runde. Weil die Menschen einfach ein bisschen differenzierter sind, als dass sie alleine nur nach dem Geld. Und zwar ist ja die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts die, das hört aber insbesondere mit Konzentration auf die Regelsätze für die Kinder. Nun lässt Frau von der Leyen, die Sozialministerin, noch nicht genau durchblicken. Man weiß es nicht, was sie vorhat, aber immerhin, man versteht schon mal, sie prüft das System von Bildungsgutscheinen, dass also Kindern kein zusätzliches Geld gegeben wird, und darüber haben wir ja hier schon gesprochen, sondern Bildungsgutschein. Sie sind für eine Barauszahlung. Warum sind Sie so sicher, dass das Geld nicht zweckentfremdet wird? Ich halte überhaupt nichts von den Bildungsgutscheinen, weil es ja eigentlich unterstellt, dass die Menschen, die ALG II bekommen, nicht mit Geld umgehen können. Das ist der dahinterliegende Gedanke. Was passieren muss, wenn Bildung frei ist, endlich frei ist, wenn Bildung nichts mehr kostet für die Kinder, aber auch die Fort- und Weiterbildung für die Erwachsenen. Warum braucht man dann Bildungsgutscheine? Und es ist ein Recht, dass Kinder die beste Ausbildung anscheinend machen. Ich zeige Ihnen mal das Stehende, Schneider. Nein, das ist nicht gut. Es kommt darauf an, wie man die Transfers gestaltet. Also ja, was dahinter steht, ist das Bild, das wir uns machen von einem Hartz-IV-Empfänger. Und ich finde, das ist zu pauschal. Wir haben etliche Millionen davon. Und Ihre Erfahrung beruht auf 5, 10, 20, vielleicht auch 100. Aber es sind mehrere Millionen. Und die meisten wollen das Beste für ihre Kinder. Die meisten gehen sehr ordentlich mit ihren Kindern um. Was sie können in ihre Kinder. Und ich bin nicht bereit, dieses Menschenbild, das sie haben, zu teilen. Ich will einen. Die hängen nicht in der sozialen Hängematte. Das sind eben Menschen, die sagen, dann arbeite ich eben. Arbeitsbedingungen? Ja, also ich glaube schon, dass es viel zu viele miese Arbeitsbedingungen in diesem Land gibt, die eigentlich nicht notwendig wären, wenn wir uns die Gewinne der Unternehmen und der Börse anschauen. Ich glaube, es wäre an der Zeit, wirklich ordentliche Löhne zu zahlen. Es ist an der Zeit, Lohnerhöhungen zu fordern. Da haben die, hat der Bofinger die Gewerkschaften vollkommen recht. Und es ist an der Zeit, endlich die prekären Arbeitsverhältnisse ab und in unserer Wirtschaftslage. Und wir gehen ja auch mit diesen Billiglöhnen in Konkurrenz zu anderen Volkswirtschaften, die diese Löhne. Dazu steht, dass sich Mitarbeiter tatsächlich aufmachen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Aber der Mindestlohn, Herr Lüttgert, würde dann der die Arbeitsbedingungen bei Kick. Also den kann ich nicht direkt reinregieren und vorschreiben, was sie im Einzelnen zu tun haben. Aber ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die solche Formen des Wirtschafts